Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Secure Beach Ruin. Ja, letztes Mal sind wir ja hier krepiert. Und jetzt machen wir weiter. Ich habe mich informiert ein bisschen und weiß jetzt ein bisschen mehr. Alarm, ich habe einen Inhalt. Ja, okay, das haben wir letztes Mal gelesen. Also, wir wissen ja schon, was das Problem ist. Hier wird so ein Glitch-Type-Dings auftauchen. Auf jeden Fall, um Dings dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, muss man einfach Dings. Warte, jetzt muss ich mal schauen, wo das Ding hingeht. Es geht hier hin, okay. Man muss einfach die ganze Zeit die Maske ausziehen, um die Gefahr entgegenzuwirken. Weil auch wenn man von dem Ding erwischt wird, dann wird man automatisch von Monty erwischt. Das heißt, man muss einfach zwischen den zwei wechseln. So. Deswegen spiele ich safe und mach's so. Ich habe auch nicht wirklich mehr geguckt. Ich habe die Folge von Doko geschaut und jetzt den erst vor kurzem noch erscheinen, also nicht leisten, aber Aufnahme von MadPad. Und dort habe ich jedes Mal bis nur diese Stelle hier hingeschaut einfach und halt daraus rausgefunden, dass man Dings mit der Maske nicht zu viel darf spielen, sonst kommt natürlich dieses Glitch-Type-4 oder was auch immer es ist. Und dann hat man natürlich ein Problem. So, auf jeden Fall, jetzt haben wir hier wieder einen Sicherheitsknoten. Okay. Und so. Okay, wenn ich richtig gesehen habe, ist hier. Ja, wenn ich... Ja, ja. So. Und weg. Und wahrscheinlich jetzt noch hier irgendwas. Und wieder an. Da, da, da. So, und damit hätten wir es. So, wieder aus kurz. Also, ich wechsle jetzt ganz viel einfach, um Dings sicher zu sein. So. So. Und voilà. Okay. Es ist hier irgendwas angegangen. Ich weiß leider nicht, was. Wir haben auch nicht irgendwie einen Indikator, wo wir hin müssen. Es ist verdammt dunkel. Ich habe auch gesehen, wo ich es mit... Look in the camera. Oh, okay. Ah ja. Danke, Gregory. Oh, ich habe kurz gedacht, dieses Glitch-Ding wäre... Ah! Ich probiere. Ich halte meine Dings frei. Weil, also meine Laufbahn voll einfach, falls der hinter mir jetzt gleich kommt. Alter! Ich das hasse! Ich glaube, wir sind mit der Maske, ja. Ich hasse es. Also, man hat es in der ersten Folge schon gemerkt. Ich habe wirklich richtig Angst. Und was ich wollte sagen, bevor mich Monty unterbrochen hat, dieser kleine... Okay, was ich auf jeden Fall wollte sagen ist, zeige ich wieder. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte sagen. Oh, egal, dann sag ich euch was anderes, was mir aufgefallen ist. Erstens, das letzte Mal, wo ich mich aufgeregt habe, dass Roxy auftaucht, das war Monty. Das habe ich nicht bemerkt. Oh Gott, ich hab mich schon fern von dem Dings. So, ich habe auch bei manchen gesehen, man kann mit der Maske die hier deaktivieren. Ich weiß nicht, was das für einen Effekt wird haben, aber irgendwas wird das schon haben. Oh. Hier haben wir immer die Taschenlampe aufgefüllt. Und hier ist ein Security-Dings. Ich will irgendwas, wollte ich sagen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Oh, ich mag das hier gar nicht. Es hat auch gerade leicht geleckt, das heißt, es kommt gleich irgendwas. Oh, ich... Es ist richtig scheiße hier. Oh.
Okay. Entschuldigt, aus irgendeinem Grund hat sich gerade das Spiel sich kurz irgendwie gefreezt, ich weiß auch nicht. Alter. Es ist so beunruhigend, ich hab... Ja, okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich bin so schlecht. Schnell, 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 schnell. Mach die Tür zu. Das geht nicht, natürlich. Ist hier nix? Ah, hier. Wenn ich richtig gesehen habe, ist hier etwas. Hier. Boah. Okay. Vielleicht da. Hier ist es. Okay, die Pizza. Und dann können wir es wegmachen. Hopp. Und so. Weg. Verdammt. Wo sind wir hier? Ich gehe einfach mal hier hoch. Alter, Mundi ist richtig knapp hinter uns. Das Problem ist, ich wette mit euch, dass es nicht lange dauert, bis wir gleich wirklich fett von ihm weglaufen müssen. Oh nein. Ist er unter uns? Okay, hier. Hier. Okay, hier haben wir etwas. So einen. Also ich entschuldige, wenn ich zu ruhig bin. Ich bin einfach so gestresst und ich habe wirklich Angstschweiß. Also ja. Wie weit denn noch? Ich habe fast gedacht, dass du wirst sein. Okay. Wir gehen wieder nach oben. Da, dort ist es. So. Hopp. So. Okay. Wo sind wir hier? Oh, ein Schacht. Das war ja letztes Mal schon super. Oh, upp. Okay. Also ich kann euch wirklich nicht sagen. So, entschuldigt. Ich habe die Windows-Taste ausgedrückt. Und weil es Dings auf einer anderen Auflösung ist, wie mein eigentlicher Bildschirm, hat es natürlich ein bisschen Probleme. It's a dead end. Nur nicht versagen. Der ist eine, keine Sackgasse. Manchmal braucht man nur eine neue Perspektive. Sieh dir mal die Kamerastation an. Diese Kamera scheint nicht so aktiv zu sein, aber schwanger ein ungewöhnliches Signal. Setz dir die Maske auf und schau noch einmal nach. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Ah, okay. Kann die wirklich sehen. Okay. Wie kann ich die Kamera wechseln? Mit dem Pfeiltasten, okay. Anomalität erkannt. Oh.
Oh. It's gone. Wie cool ist das denn? Warte, muss ich denn hier hoch oder wie? Hä? Hey? Ich verstehe nicht, wo ich hin muss. Hä? Hey. Wie muss ich das jetzt verstehen? Was ist aber jetzt zu? Walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? Oh no. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Du musst dir nichts Sorgen machen. Das scheint absolut Normalbereich sein. Du halluzinierst wohl. Willst du mich verarschen? Das hast du zu sagen dazu? Ach, ich hinterfrag nichts. I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Ja, ja. Oh nein. Wir werden so etwas von auf Sun und oder Moon treffen. Ding ist, ich habe mitbekommen, irgendwie durch, ich weiß nicht mehr, wer es war. Nein. Nein. Ihr könnt mir das nicht wieder antun. Und dann hört die... Moment mal, was? Die Taschenlampe geht aus. Wie bei den Mimics aus den... Och, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich hasse mein Leben. Ich hasse die... Also, ich, wer das Projekt bei mir geschaut hat als Stream, weiß, dass ich diese Dinger hasse. Super. Ah, natürlich. Ach nö. Es lebt. Er hat mich auch gewundert, wenn nicht. Also mehr Geräusche könnten wir auch nicht machen, ne? Ah, ich kann die Maske nicht benutzen, stimmt. Oh Gott! Jesus, was ist mit dir passiert? Oh? Okay, wir haben, glaube ich, eine Schwäche. Was mich wundert, dass es im Original nicht funktioniert hat. Also, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir ein Problem. Also, was ist hier alles passiert? Ja, jetzt brauche ich meine Maske. Oh. Oh Gott. You want me to reboot you? With this? Alter, es tut mir richtig leid. Aber auch nur die Sonne-Seite. Du kannst fliegen, was? Offenbar hat Kita auf sich eine Fehlfunktion. Das gerade scheint sie zu verwirren. Anormalität? Okay. Hä? Oh oh. Warte, hier ist etwas. Unbekannt enthält er sich. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Aber er lässt mich auch nicht raus. Leute, ich habe einen ganz unglücklichen...
Ja, ich habe schon fast gedacht, dass es schief ausgeht. Was zum Teufel? Warum konnte ich die Maske nicht mehr ausziehen? Okay. Noch einmal. Boah, Alter. Der macht richtig Angst. Jesus, ich bin überfordert. Und überfordert. Und definitiv werde ich bezahlt für diese Scheiße. Alter. Okay, ich habe gar nicht mal mitbekommen, dass dieses Ding aufgetaucht ist. Aber ich weiß, ist jetzt Eclipse, wie der offizielle Name zu sein von ihnen? Also, würde auch Sinn ergeben, weil halt die zwei sozusagen gleichzeitig aktiv sind. Sind sie jetzt eine Gefahr? Oder nur, wenn eben halt Moon da ist? Oder ist auch sogar, wenn Sun aktiv ist? Ich habe halt gar keine Ahnung, wie ich die Gefahr einschätzen soll, ne? Ich glaube, wir spawnen jetzt nach der Cutscene, nehme ich mal an. Das wäre mal mein Gefühl. Aber okay, richtig geil. Und ich frage mich wirklich, wie lange es ist. Ich werde auch wahrscheinlich nach der Folge schauen, ob dazu irgendwelche Informationen gibt. Normalerweise schon. Ah, jetzt haben wir hier die Cutscene, die mir leider nicht skippen können. Tut Sun aber richtig leid. Also wäre natürlich ein bisschen aufdringlich, aber war an sich ja gar keine Gefahr im Originalspiel. Es war einfach nur Mond. Also beziehungsweise Moon, wo richtig gefährlich war. Ja, aber da. Alter. I believe I can fly. Okay. Ja, mach ich. Ich schau mal einfach so. Da ist er. Warum höre ich Greggy so viel? Okay, dann sehe ich den hier nicht. Okay, dann wieder zurück. Also wir spielen definitiv jetzt noch weniger mit der Maske, angesichts, dass dieser Typ so schnell spawnt. Du willst mich verarschen, oder? Ich schwöre dir, du bleibst mir ganz weit weg. Jetzt bekommst du noch ein Restraining Order für mir. Ja, okay, nee, hier geht's nicht weiter. Das heißt, es hat irgendwas mit dem hier zu tun. Aber ich habe noch nicht verstanden, was. Hier ist eine Anomalität. Okay. Und drei. Okay. Bitte sag mir, dass die Geräusche, die Sheriff Sun. Ich weiß nicht wohin. Ich bin richtig überfordert. Bleib weg von mir. Nein, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's aber weiter. Oder? Nee. Mir ist nicht erlaubt, die Maske zu benutzen. Ah, dort. Oh mein Gott, ich habe mir schon gerade kurz eingeschissen. Meine Fresse. Hey, wo muss ich hin? Ja. Okay. Oh Gott. Ah, nein, 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 nein. Okay, gehen wir hier weiter. Ich kann die Maske einfach nicht ausziehen. Das ist ein richtiges Problem. Ja, der Typ ist ein richtiges Problem. Alter. Okay, da können wir auch nicht durch. Mittagsschlaf. Du schaust das, Sonne. Du schaust das. Nein! Oh! Ich entschuldige mich für die ganzen Unterbrechungen da.
Alter, die mir tötet Sanzo. Ah, hier können wir durch. Okay. So, aus. Das wird viel zu gefährlich. Bitte, geh alles an. Oh. Hier. Wären sie noch am gleichen Ort, wär's gut. Oh Gott. Da war nämlich eins gewesen. Okay, wir schauen einfach mal hier durch. Wenn wir das Licht hier anbekommen, dann wäre es wirklich gut. Ich schau mal kurz nur, wie es mit der Zeit steht. Okay, weil ich muss aufpassen, weil ich bin ein bisschen begrenzt heute. Ja, ich muss nach der Folge noch ein paar Sachen machen im Haushalt. Und dann geht's auch schon weg. Deswegen muss ich definitiv auf die Zeit achten. Wir gehen einfach mal außerhalb, schauen uns die Lage mal an. Hoffen, irgendwo eine Öffnung zu finden. Da scheint auch eine zu sein. Okay, wir brauchen wieder so ein Dings. Okay. Hier. Okay. Okay. Das erste und dann die Sonne. Die war hier. Und ich kann die Maske wieder jetzt nicht ausziehen. Okay. Aber wir müssten normalerweise dann hier sicher sein von diesem blöden Vieh. Hallo. So. Wo ist der Generator hin? Da ist mal eine Kiste. Goldsonne, ja. Okay. Es beruhigt mich auf eine Art und Weise, dass wir hier wenigstens safe sind. Okay, und hier Maske aus. Wird wahrscheinlich irgendwo ein... Da ist der Generator. Ja, ja. Go, go, go. Nein, werden wir nicht. Oh, Jesus. Ich muss jetzt da hin? Wie komm ich da hin? Greggy, du musst mir irgendwie helfen, wie ich da hinkomme. Warte. Wir gehen hier wieder raus. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Hä, wo ist er? Ich bin jetzt wirklich confused. Also warte, hier hin. Ja, nein. Ich komme hier. Aber wir schauen einfach uns rum und werden hoffentlich fündig. Okay, hier dürfen wir nicht die Maske benutzen. Also da steht ein Moon. Und wie genau kommen wir da hin? Hier kommen wir nicht rüber. Steckt fest. Dort vielleicht. Aber wie? Oh, entschuldigt. Ich bin so confused. Das Spiel sagt halt auch nicht wirklich, wo man hin muss. Das ist ein bisschen blöd. Also doch, wir müssen zu Moon, ja, okay, aber wie genau halt? Okay, komm, wir gehen einfach mal einmal den Weg, wo uns vorgegeben wurde mit den Pfeilen. Das scheint ja mal schon uns auf die richtige Fährte zu locken. Normalerweise.
ich bin auch immer sehr beängstigt, definitiv. Aber zu wissen, dass Mond wenigstens nicht einfach hier die ganze Zeit aktiv ist und uns kein Endoskelett hinterherläuft. Okay. Okay. Also ist einfach ein kleiner Speicherpunkt. Nicht Speicherpunkt, ein kleiner Punkt zu sehen, wo man dran ist. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier einen Weg finden. Ah, nein, ist noch so ein Vieh. Irgendwo einen Weg finden, um hier durchzukommen. Aber wo? Okay, hier ist nix. Ich bin wirklich leicht überfordert. Kurz davor einfach zu schauen, wo ich hin muss. Weil ich habe wirklich nicht einen Hauch eine Idee. Doch, da ist etwas. Wenn ich richtig gesehen habe, sieht das nach einem Boden aus, nach dem man, durch den man durchfallen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal dahin und hoffen, da dann die Lösung zu finden. So. So, jetzt dürfen wir jetzt wieder nicht ausziehen. Stimmt, weil wenn ich richtig liege, hatten wir doch einen Weg hierhin. Nein, hier können wir aber nicht weiter. Hier vielleicht? Ne, daher kommen wir. Okay, ich finde das eine sehr confusing Passage, also. Die hätte man vielleicht besser gestalten. Weil es ist wirklich nicht offensichtlich, wie man da hinkommen soll. Ich gehe einfach mal hier weiter. Ist hier vielleicht? Nein, da kommen wir nicht durch. Okay, also in die Mitte, da soll man anscheinend nicht. So, Maske aus. So, und hier ist der Generator dann, ne? Und dann soll man hier runter. Hä? Ich versteh's nicht. Das hier ändert ja auch nichts. Jetzt sind wir wieder hier, nämlich. Ah, hier vielleicht. Ne, hier waren wir auch schon checken. Boah, wir probieren es einfach. Auf gut Glück. Dann hier. Ich glaube, ich hab's gefunden. Boah, aber das Schiff. No lights. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja doch, da. Wir sind da. Okay, ich hab's rausgefunden. Komm, Neustart. Bitte funktioniert. Oh oh. Happy Birthday! Mondfinsternis. Warning, child in danger. Safety mode active. Huh? Little girl, you can't be in here. It's dangerous. I need to clean up before we can open in the morning. Oh, this place will be flooded with kids. Come back soon and have a fazerific day. Okay. Thank you. Kein Problem, Son. Okay. Okay, ich würde sagen, hier werden wir die Folge dann. Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen mit Monty, haben die aber überlebt. Es waren ganz kleine, wir haben zum Glück nichts Gefährliches mit ihm gehabt. Und wir haben Sonne nach ein paar Verzweiflungsrunden herausgefunden, um ihn zu retten. Also herausgefunden, wie man ihn konnte retten. Und ja, okay, das ist der offizielle Name. Ist wirklich Eclipse, beziehungsweise Mondfinsternis im Deutschen. Okay, weil wir hatten hier den Speicherpunkt. Also ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Gregor zufolge. Ich werde ihn jetzt offiziell von so nennen, weil einfach wahrscheinlich nicht der richtige Gregory ist. Das heißt, er verdient auch nicht den richtigen Namen. Also Gregor. Wahrscheinlich gehen wir dann eben halt in das Theater rein, wo ich auch sehr gespannt bin, was da noch übrig ist, beziehungsweise wie zerstört das ist. Und werden dann da über die Stege gehen und dann eben, I guess, wahrscheinlich in Roxy. Nein, das wäre ein bisschen zu schnell. Egal, wie gesagt, in die Falle laufen wir noch rein, das ist sicher. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich war nicht so ein so großer Angsthase für euch. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis beim nächsten Mal. Wo wir vielleicht einen weiteren Animatronic retten, das wäre schön, wenn wir Dings pro
also mit der Zeit eh den Animatronic retten irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das bei den Haupt 3 überhaupt möglich ist. Apropos Haupt 3, weil ich will damit immer Freddy außerhalb halten, weil er uns ja geholfen hat. Wird Freddy auftauchen? Das frage ich mich. Weil wir haben ihn noch gar nicht gesehen. Egal, ich rede zu viel. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!